Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsim. Mit dabei die üblichen Verdächtigen, aka Larissa, die scheinbar gerade wieder nicht da ist. Julian, der ist auch nicht da. Und Mofi. Ha! Ich Hi, ich bin da. Ja Mensch. So, wir spielen heute das zweite Wortspiel-Szenario des Trainsims, nämlich auf der Strecke Frankfurt Highspeed, das Szenario auf Eis gelegt. Ja? Möchte kurz sagen, das ist zwar mein Humor, aber ich habe mir das nicht ausgedacht. Hallo Julian, herzlich willkommen in der Aufnahme. Hi. Süß. Was ist das? Ein Das ist chinesisches Don Al Pacino. Flauschalpako. Ein Flauschalpako-Knuff. Ja, Flauschalpaka. Tino! Weil man muss dazu sagen, die Frau hat so ein großes Alpaka quasi, was mir immer als Nackenstütze dient. Und Das haben wir dann Don Alpaco genannt. genau, und dann haben wir halt hat Larissa halt mir und Julian, wobei eigentlich nur der Esel sich selbst zuerst nennt, also Julian und mir, jeweils so ein kleines Mini-Alpaka geschenkt. Und das fluschelt jetzt hier rum und motiviert. Den Tag über. Ja, und auf dem Etikett steht irgendwie Al Pacasso oder sowas drauf. Und deswegen haben wir den Don Al Pacino Die haben sich verschrieben. Ach, guten Tag, Lokführer. Die Nachmittagsschicht dieses ICEs ist jetzt beendet. Sie übernehmen die Steuerung dieses DBBR 406 ICE 3M und fahren Ihre Passagiere auf dem letzten Abschnitt der Hochgeschwindigkeitsstrecke, die in Frankfurt am Main-Flughafen beginnt, nach Frankfurt-Main Hauptbahnhof, bevor Sie den ICE 3M zur Wartung ins Depot zurückbringen. Sie dürfen Sie dürfen abfahren, sobald abfahren, Sie bereit sobald Sie sind. bereit sind. Ich fühle mich nicht bereit. Egal. Brechchor. Matthias, glaub an dich, du schaffst Und ich das glaube an mich. immer. Nicht. Ich fühle mich richtig gut hier. Hat mich so ein bisschen an Französischunterricht erinnert, wenn wir Text lesen und dann unser Lehrer auf die super Idee kommt, im Leistungskurs einen Sprechchor zu machen. Hallo Hallo Tobi! Tobi. Hallo Tobi! Herzlich willkommen in der Willkommen in Matthias Trainsim-Aufnahme. Aufnahme. Matthias. Ah, was für eine Aufnahme? Ah, weiß ich nicht. Jetzt kannst du mir Trainsim. nicht sagen. Was nimmt er auf? Guck Es mal war in doch den mein Discord. Discord. Nach wie vor Trainsim. Wie lange war ich jetzt im Discord gemutet? Weiß ich nicht, also ich hab's Ja, nur gerade 10 Sekunden. gesehen. Trainsim, ja, es hätte auch Trainsim World Sing sein können, aus jetziger Sicht bei mir. Deswegen frage ich, ne? Wie geht's euch? Och jo. Jo. Ja, Ach gut, joa. und Ach joa. Moment. Tobi baut erstmal den Schreibtisch neu zusammen. Wie kommst du drauf? Von der Geräuschkulisse her. Ach so, das ist Schreibtischstuhl mit Rollen auf Fliesen. Erlesenes Geräusch. Ja, aber dafür können Fliesen nicht kaputt gehen, so schnell, wenn man da drüber rollt. Das ist richtig. So, soll ich vielleicht noch Licht anmachen, ne? Wäre eine Idee, ja. So. Als ob die jetzt gerade neue Buttonboxes eingestellt haben. Was? Ja, ich habe mich nach einer Buttonbox umgeschaut. Ach so. Frankfurt Die am ist auch Main im Hauptbahnhof. Discord-Verlauf drin. Oder Flughafen, keine Über Ahnung. Nee, den nach Fledermäusen. Hauptbahnhof schon. Sollte mich jetzt nur mal einmal ganz kurz aus der Startsequenz befreien, sonst knallt er mir gleich bei 45 eine Zugbremsung rein. Das ist immer so medium spaßig. Eine Zugsbremsung? Eine Zugsbremsung, ja. Es regnet ja auch. Guck mal, ein bisschen Scheibenwischer. Ein bisschen. Ich glaube, dieser Scheibenwischer kennt halt nur diesen Amok-Modus. Ja, aber das ist normal. Meine, dieser Scheibenwischer ist eh Granate platziert. Also wirklich. So, mega.
Ja, aber der Modus geht sogar noch. Ich hatte irgendwo ich glaub, mal noch was Schlimmeres. Was? Ja, der geht nicht schneller. Herzlich willkommen auf 160 LZB. Schöner Tunnel auch. Irgendwie ist in Frankfurt alles unter Tunnel. Die U-Bahn fährt im Tunnel, das ist normal. Die S-Bahn fährt durch den Tunnel. Der ICE fährt durch den Tunnel. Jo. Und beim ICE ist das alles unter Tunnel. Beim ICE ist das auch einigermaßen sinnvoll, weil der in der Hochgeschwindigkeitstrasse unterwegs ist. Der quillt. Der quillt, die Hochgeschwindigkeitstrasse, sie quillt. Also habt ihr nicht so genau verstanden, was ich meinte? Mit meiner was? Neuen Einführung so, der Zeitrechnung. Haben wir, glaube ich, alle sehr gut verstanden. Nur, Ich glaube schon, du kannst aber gerne, wenn das eine motivierende Geschichte dahinter gibt, kannst du sie gerne mitteilen. Ja, es ist einfach die Kurzform für, ich möchte eigentlich, ich versuche in einer halben Stunde da zu sein, aber rechne damit, dass es eine Stunde wird. Und was ist, wenn du jetzt versuchst, in einer halben Stunde da zu sein und rechnest dann, dass es eine Dreiviertelstunde wird? Wie nennst du das dann? Der kann es ja genauso nennen. Das ist ja alles zwischen 30 und 60 Minuten halt. Best Case 30 Minuten, Worst Case 60 Minuten sozusagen. Ich hab meinen Einschub da ja nur gemacht, weil am Ende des Tages ja eine Stunde rauskommt, die du dann zu spät bist, oder? Eine halbe Stunde, die du zu spät bist, aber eine Stunde, die du dann noch... Ja, aber wenn du doch pünktlich bist und alle rechnen jetzt damit, du bist eine halbe Stunde zu spät. Nein, die Motivation dahinter ist, dass die Aussage vorhin um 8:45 war, lass uns in einer halben Stunde fahren und wir um 8:45 gefahren sind. Passiert, ne? Shit. Dass sie irgendwie 2 halbe Stunden waren und deswegen kam ich auf die Idee, man könnte das ja sagen, okay, vielleicht habe ich was eine Silbe oder 2 Silben verpennt und... Das hieß doppelhalbe Stunde. Das ist übrigens eine tolle Hochgeschwindigkeitsstrecke hier. 100, 120, 50. Vor allem von 120 auf 50 ist halt schön. Ja, muss ich jetzt auch schon anfangen. Also für Schnecken ist das schnell. Ja, es ist... Jetzt ist der ICE3 eigentlich keine Schnecke. Ja, okay. Ja, ich bremse doch schon. Junge, richte ich mal nicht auf, das ist nur eine Gleis. Nur eine Weiche, ich kann eh nicht entgleisen in diesem Spiel. Glaube ich, weiß ich nicht. Doch, das kannst du. Stimmt, bin ich ja gestern. Bist du ja gestern Mensch. Vor der Eltern. Ja, gucke mal. Haben wir es auch geklärt. Oh, jetzt doch schon 90. Warum bestätige ich das eigentlich? Ich bin auf der LZB-Trasse. Ich sag euch, dieser Scheibenwischer, ne, der ist schon... Der ist schon strong. Also das ist schon vor allem so ein riesen Klopper. So ein kleines Sichtfeld auswischt. Ja gut, okay, bei 330 km/h fallen die anderen Dinger auch, glaube ich, einfach ab. Aber ist trotzdem massiv. Ich fahre 60. Sieht mit dem ICE irgendwie immer lustig aus. Oh. Passt halt nicht zu einem ICE, ne? Nee.
Ich werde mich jetzt aber mal vom Acker machen. Macht er es. Heute mal ein bisschen früher. Gute Nacht, Wofi. Macht's gut. Ja, auch wenn man gute Nacht. Gute Nacht. Gutes Nacht. Morgen. Bis morgen. Eventuell habe ich Quatsch gemacht vorhin. Ja. Ich hatte Steam offen und hab's. Inwiefern? Ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das muss ich noch mal kurz rekonstruieren. Mach das. Gib mir mal eine Minute. Eins. Okay. Hier sehen Sie Julian, wie er beweist, dass er bis 60 zählen kann. Nö. Bin zu faul. Hab nur bis 6 gezählt. Ah. Ja, der Rest direkt funktioniert ja auch analog. Ja. Ah, guck mal. Ich habe versehentlich bei Steam statt auf das X auf den Big Picture Modus geklickt. Ja. Konnte damit überhaupt nichts anfangen. Weil ich nicht gemerkt habe, wo ich drauf geklickt habe. Ich dachte, okay, wenn ich auf dieses Beenden-Ding drücke, beende ich das. Mhm. Hab nicht damit gerechnet, dass Steam sich denkt, ach, wenn du da drauf klickst, fahre ich deinen Rechner runter. Ja, doch, dafür ist der Button nämlich da. Ja, ja, ja. Ja, weil das Steam Big Picture ist ja, glaube ich, das Betriebssystem, was sie mal für eine Konsole entwickeln wollten. Ja, hab das dann aber noch abbrechen können. Währenddessen ist mein Shotcut aber abgeschmiert. Ja, gut, okay. Und ich glaube, ich habe extrem Glück gehabt, dass die OMSI-Folge gerade fertig gerendert war. Die ist zumindest vollständig ansehbar als MP4-Datei hier vorhanden. Ja, sonst wäre die korrupt. Sonst wäre die kaputt. Ja, dann könnte ich die jetzt gar nicht anklicken und auswählen, ne? Richtig, sonst wäre die 0 Kilobyte groß bei Windows. Nimmst du eigentlich im MKV-Format auf oder nimmst du schon in MP4 auf? Ich nehme schon in MP4 auf. Weil das wäre nämlich auch, wenn du ganz viel Pech gehabt hättest bei MP4, kann es auch sein können, dass dir die Originaldaten kaputt gegangen wären. Wie sollte das denn gehen? Windows, es ist the magic of Windows. Das ist mir zumindest ich zweimal passiert. Ich schieb die von, sagen wir, Festplatte A in Shotcut rein und speicher in Festplatte B. Ja, und bei genau, und trotzdem so, bei genau diesen Vorgängen sind mir zwei Aufnahmen einmal abgeschnitten. Shotcut arbeitet ja mit der Datei von Festplatte A. Und vielleicht schreibt er die dann kaputt in dem Fall. Ja, okay. Nee, hat alles geklappt. Ich musste ja auch. Ich habe mich auch gewundert, dass das so schnell war mit dem Rendern. Also das zeitlich war ein bisschen knapp, aber. Vielleicht. Aber die Qualität scheint okay. Ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie Qualitätseinbußen habe. Ja, nur so gut. Ich habe so komische Sachen gemacht, wie die 255 im Ruhrgebiet zu fahren. Warum? Warum nicht? Eine gute Gegenfrage. Würdest du dich aufregen oder was war die Situation? Also, ich wusste nicht, welche Map ich fahren soll. Mein Würfel hat ergeben, ich sollte Rheinhausen fahren. Hab versucht, Rheinhausen zu starten. In dem Moment ist das irgendwie abgeschmiert. OMSI. Und dann bin ich halt weiter in der Liste nach unten gegangen. Und ja, ich weiß, da kommt eine Ruhrau zwischen, aber das wollte ich jetzt nicht fahren, weil das bin ich ja in der Folge, die heute erschienen ist, erst gefahren. Shit. Rückgängig. Oh. Dementsprechend habe ich Ruhrgebiet genommen. Sehr gut. Das Ruhrgebiet? Yeah. Und ich habe dann natürlich gleich am Ende eine Bewertung abgegeben für die Map. Schlechter als Ruhrgebiet. Natürlich. Für Ruhrgebiet. Matthias? Ja, klar. Sehr gut. Ja, Julian, bitte. Das, was du jetzt gerade aufnimmst, ne? Ja. Wann ist das? Mittwoch. Dann kann ich es ja verraten. Ich schreibe Carsten erst ab Folge 2 in die Videobeschreibung. Damit, logisch, noch mal jemand liest, nicht gespoilert wird, dass Carsten in Folge 1 schon. Okay, kommt doch morgen. Nein. Dann guckt bei mir vorbei. Sehr gut. Dann kommt die Folge, die erste davon? Morgen schon, oder? Morgen um 15 Uhr, ja. Ja, dann muss ich mal reinschauen. Ich muss mal wieder Thumbnails machen irgendwann. Wo das Video ist schon 7% hochgeladen, während ich gerade die Metadaten gepflegt habe. Gut.
Gut, ich sag mal, wir Skyrim Folgen veröffentlichen. Ich habe irgendwie am Wochenende jetzt komplett vergessen, dass es die gibt. Ich merke gerade wieder, dass ich wieder zu Hause bin und mal wieder mein geiles Internet habe. Weil jetzt hat er die ersten 10% nach kurzer Zeit und er lädt nur noch 12 Minuten hoch. Hab aber auch 40 Mbit Upload. Jetzt muss ich glaube ich 30 gerade. So Julian war so unter uns, ne? Ich habe ja jetzt gerade meine OMSI-Video für Dienstag in den Upload gepackt und der ist schon bei 23% und ich weiß, ich habe mir in der Zeit gerade mal geschafft, einen Titel zu überlegen. Wie groß ist dein OMSI-Video? Nach dem Rendern jetzt irgendwie nur noch 1 GB. Ja gut, wie lang ist das denn? 32 Minuten. Okay. Mit 5 Mbit. In den Renderordner. Also meine ETS-Folge geht 30 Minuten, ist 2,44 GB groß. Also renderst du mit 10 Mbit, oder? Ja. Ja, yeah, guck mal, ich habe bei 5 Mbit gerendert. Weil ich's kann. 253 Kilobit die Sekunde. Wir sind übrigens da. Ich habe absolut keine Ahnung, warum dieses Szenario eine Schwierigkeitsbewertung von 4 von 5 hat. Vielleicht, weil man mit dem ICE mal ein bisschen langsamer fahren muss. Wahrscheinlich. Die Leute das nicht können. Kann das nie sagen. Scheiße. Ich habe gerade in meinem Renderordner vielleicht eine Datei gefunden, die da heißt besoffen mal richtig. Mhm. Okay. Sie beginnt mit Bell, die sagt willkommen, guten Tag. Und ich mache weiter zu wie heißt der Scheiß? ASMR, ne? Ja, es war der Abend von meinem Geburtstag, wo James noch angeheitert OMSI gefahren ist. Der ist ja OMSI gefahren? Oder? Kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, das war das Video, was bei mir später Kommunikation heißt. Sagt mir nichts. Schedule. Ich finde es gut, dass Steam in dem Upload-Fenster dir die Möglichkeit gibt, Endcards und zwischendurch Informationen in Infocards reinzupacken, ne? Mhm. Die aber erst verfügbar sind, wenn das Video komplett hochgeladen ist. Ja, das ist mal wieder grandios durchdacht von irgendeinem cleveren YouTube-Menschen. Weil das kann ja erst im Nachhinein verfügbar sein, weil wie willst du Dinge ins Video einfügen, wenn YouTube nicht mal das Video da hat, um Dinge einzufügen? Naja, ich könnte dem ja schon mal sagen, hör mal, wenn das Video da ist, dann pack doch einfach über das komplette Video so ein Poll drüber. Ja, aber das wäre ja zu einfach. Das könntest du machen. So als Vormerken. Oder dass jemand bei Google nachgedacht hat. Also klar, dass man nicht spezielle Timestamps bearbeiten kann, aber so was das komplette Video angeht, das kann man doch bearbeiten. Du kannst sogar sagen, okay, die letzten 20 Sekunden vom Video soll der die Endcard einfügen und wenn das Video nur 15 Sekunden lang ist, dann kriegt man das bestimmt irgendwie abgefangen. Wer braucht bei beim 15 Sekunden Video eine Endcard? Matthias, bist du angekommen? Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich meine, wenn du jetzt geradeaus weiterfährst, dann fährst du durchs Gebäude. Das ist richtig. Das gilt es zu vermeiden. Weil der ist auch nicht schön hinter. Der muss ja auch. Geguckt. Was ist das für ein Bahnhof? Kiel? Frankfurt am Main. Frankfurt? Oh, Kiel ist auch so ein Kopfbahnhof. Deswegen frage ich. Mal die Bahn nach. Aber du hast vorhin schon Frankfurt gesagt, ne? Habe ich dir nicht zugehört. Ist nicht schön. Jetpunk ist auch hochgeladen, ne? Gut. So, jetzt fahren wir ja noch eben ins Depot. Ah. Oh. Hm.
Mal gucken, ich noch mal kurz, ob ich heute eine E-Mail bekommen habe. Fände ich bescheuert, aber habe ich auch nicht. Ach schön, hier Frankfurt Hauptbahnhof, 8 FPS. Solide. Geil! Geil. Hallo, Trains in World, willst du mir gerade vorschreiben, was ich für einen Namen nehme? Ich schreibe einen Pöpel rein, er sagt Name nicht gestattet. Eventuell hast du ein Ö. Nicht möglich oder so. Was ist, wenn ich jetzt Björn heiße? Dann heißt du Björn. Ist doch ganz klar, oder? Nee, das liegt am Wort, weil ich, Pümpel ist ein indiziertes Wort. OE nochmal geschrieben habe. Das ist ein indiziertes Wort. Wahrscheinlich. Scheibenwischen in Zeitlupe. Tititit. Ich bin der Trains in World, ich muss jetzt erstmal wieder alles laden. Nein, ich möchte nicht. Nee, lass mich. Will nicht die Akademie machen. Oh. Was? Hast du was gesagt, Ben? Ja, ich muss auf. Ach so, das kam nicht an. Ach so. Ja, na. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Tschüssi. Schlaf gut. Liebe dich. Tschüss. Jetzt hier rein. Hallo Noah. Hallo. Da bin ich auch mal. So, jetzt haben wir auch alle eine Aufnahme durch. Ja. Das ist gut. Also herzlich willkommen auch dir in einer phänomenalen Transom-Aufnahme. Nice. In der ich einen ICE mit 40 km/h fahre. Ja, nice. Geschwindigkeitsrausch. Richtig gut. Und gleich geht 60. Ich habe im Übrigen rausgefunden, dass wenn ich die 32-Bit-Version starte, dass ich eine deutlich flüssigere Experience habe. Ich nicht. Was ich nicht gedacht hätte. Ich habe auch gleich noch was zu erzählen. Ist aber nichts für die Aufnahme. Ja, kein Problem. Das dauert nicht mehr lange. Ich habe noch 2 Kilometer hier Langsamfahrt zur Werkstatt. Alles gut. Und jetzt scheinbar wieder irgendeine Zwangsbremsung, weil weiß ich nicht. Ja, das kenne ich. Der irgendwas nicht quittiert. Verdammt. Yeah. Befreie dich, PZB. Ah, lol. Okay. Ja, gut. Danke, Transom World. Ich wusste jetzt gerade nicht, dass ich mit Anlegen die Einstellung speichern. Ja, ist auch nicht ganz intuitiv. To be honest. Nee. Ach, geh doch jetzt aus der Startsequenz raus. Okay.
So, versuchen wir mal den Rest dieses Videos Zwangspension zu vermeiden. Mal gucken, ob das klappt. Ich glaube nicht, aber... Das hast du es gejinxt. Ja. Ich Trottel. Weil ich auch gerade keine Ahnung habe, was mich da gerade in der Zwangspension abgeschossen hat. Wahrscheinlich habe ich irgendeine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht quittiert. Das kann sein. Weil ich ja heute nochmal so ein knapp 50 Minuten Video angeguckt habe zum Thema PZB. Von einem Lokführer in echt erklärt im Trains and World. Was sehr erhellend war. Das Video bräuchte ich, glaube ich, auch. Ich schick dir das mal. Sehr gut. Mit unter anderem mit dem schönen Satz: Wir bestätigen Signale, nicht Magneten. was ich sehr passend fand. Ich glaube, das soll ich mir angucken, bevor ich jetzt hier diese Fahrt starte. Ja, warte, dann suche ich dir das eben kurz raus. Moment. Ja, die Fahrt ist aber schon gestartet, ist das Problem. Ja, dann mache ich eben hier fertig und dann suche ich das. Alles gut, alles gut. Ich glaube, das muss ich jetzt quittieren, weil das ein 30er-Signal ist. Ist das in Köln? Das ist in Frankfurt gerade. Okay. Ich dachte, ich hätte die Brücke wieder erkannt, deswegen. Nee, aber die Brücke ist ja rot. Ist... Stimmt. Ja, das sieht man, das habe ich jetzt erst gesehen. Wer genau vergewaltigt gerade seine Tastatur? Ich. Der Tobi. Warum tust du das? Weil ich gerade in 43 Zeilen dreimal einrücke. Mhm. Damit ich das ordentlich aufgeschrieben habe. Was die Frage aufwirft, warum genau tust du das? Ja. Weil ich mein Omsi-Let's Play für die Folgen nach Folge 400 vorbereite. Ah. Und ja, das ist verrückt, aber ist mir egal. Finde ich jetzt an sich noch nicht mal so verrückt. Nee? Möglicherweise habe ich Römerberg vergessen. Nicht schlimm. Ja, passt auch. Ist nass hier, ich mich bremse rechtzeitig. Okay.
bin sofort wieder da. Alter. Jo. Ach echt, ich bin im 500-Hertz-Magneten. Das ist ja krass. Wo das Signal doch rot ist. So. Ich muss mal ganz kurz weg. So, guten Tag, da sind wir wieder. Jetzt sehe ich gerade wieder, dass das bei OBS auch der Switch-Key für die Szenen ist. Jetzt seht ihr auch wieder. Muss ich auch mal wieder trennen. So. Ist mal wieder Schießen mehrfach belegt. Ja, ich hatte ja den Szenenwechsel belegt, bevor dieses Pause-Feature überhaupt dazugekommen ist. Und dann habe ich nicht mehr gegengecheckt, ob das irgendwie sich beißt. So, jetzt ist halt die Frage. Ich soll jetzt noch 0,48 Kilometer bis Griesheim Werkstatt fahren, wo das Signal ist rot. Wird das noch grün oder muss ich jetzt tatsächlich mit PZB-Befehl drüber eiern? Ja. Fragen wir doch mal. Das hatte ich heute auch. Ich stand eine halbe Stunde dran. Habe ich dann irgendwann dazu entschieden, ich fahre jetzt mit PZB-Befehl drüber, auch wenn mir nicht die Freigabe erteilt wurde. Ist mir scheißegal. Ich mache das jetzt genauso. Nein, bevor ich jetzt irgendwas mache, werde ich mir jetzt gleich dieses Video angucken. Aber ich sag mal umgekehrt, bevor ich jetzt hier über Rot fahre, gucke ich wenigstens einmal nach hinten. Ist eine Idee. Gucken, ob in die andere Richtung grün ist oder was. Hast du denn eine Freigabe bekommen oder nicht? Ja, sag mal so, wenn ich drücke, kriege ich nicht die Anzeige, dass das Signal rot ist. Das heißt, wahrscheinlich geht das Spiel implizit davon aus, dass ich... Vielleicht steht es auch in den Aufgaben drin. Ich guck mal immer ins Rot. Doch, du kannst es doch rechts. Rechts musst du die Telefontaste, die nach oben. Ja, das ist ja die Tab-Taste, die habe ich ja gedrückt. Ach so. Aber da kommt kein Response, aber kein Response heißt in der Regel, also wenn du es nicht darfst, kommst du eine Nachricht, das weiß ich. Deswegen. Wir probieren das jetzt einfach mal. No risk, no fun. Ich sollte jetzt nur auf PZB-Befehl gedrückt halten, ne? Was passiert denn in Windows, wenn man so länger die Entfernen-Taste drückt? Ich glaube, da sagt er nichts. Ja, Befehl 40 ist an, der 500-Hertz-Magnet ist aus. Das sieht eigentlich gut aus. Gut, er überwacht jetzt halt auf 25, das ist klar. Ich halte das jetzt so lange gedrückt, bis der ganze Zug durch ist. Ne, da war die Weiche falsch gestellt. Jetzt ist mir der Zug entgleist. Oh, nee. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ist egal. Spielbeendender Fehler, erstaunlich. Aber immerhin das PZB hat perfekt funktioniert. Ja, da möchte ich nichts gegen sagen. Ist auch egal letzten Endes, weil es gibt ja eh keine Punkte dafür und fertig. Das meiste haben wir eh gesehen, das wäre jetzt halt nur einen halben Kilometer fahren, bremsen gewesen. Das kriegen wir schon hin. Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann hoffentlich ohne Entgleisung. Und in der Zeit recherchiere ich mal raus, was jemand hier hätte machen können sollen, die Täten. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss.